bin Monika Düker, geboren und aufgewachsen in Ostwestfalen, in Höxter, lebe nun seit 30 Jahren in Düsseldorf, seit 2000 Mitglied des Landtages, Mitglied im Innen- und Rechtsausschuss. 1989 habe ich in einem Jugendzentrum in einem sozialen Brennpunkt in Düsseldorf gearbeitet. Als Sozialpädagogin wollte ich damals nicht mehr nur an den Symptomen herumdoktern, sondern an die Ursachen der Probleme herangehen. Und da waren die Grünen in der Stadt die einzige Partei, die sich um die konkreten Probleme dieser jungen Menschen im Stadtteil gekümmert haben. 1989 habe ich dann für den Stadtrat kandidiert, bin gewählt worden und ja, seit 1989 dabei. Aktuell setze ich mich im Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung des Terroranschlags in Berlin für eine unabhängige, für eine objektive Aufklärung ein. Die Aufarbeitung dieses Anschlags darf sich nicht daran orientieren, ob gerade ein Wahltermin ins Haus steht oder welches Parteibuch die Beteiligten haben. Das sind wir den Opfern des Anschlags schuldig. Wenn ich frei habe, tauche ich gerne ab und gehe schwimmen. Am liebsten natürlich im Sommer unter freiem Himmel. Und am besten abschalten kann ich bei einer ausgedehnten Wanderung. Mit dem Nationalpark Eifel haben wir hier ein wunderbares Naherholungsgebiet direkt vor der Haustür. Und nach einem Wochenende in der Eifel sieht die Welt am Montag schon gleich anders aus. Ist die einer Gesellschaft, in der sich die Menschen frei und sicher fühlen? Nur so kann Demokratie funktionieren. Und nur so entziehen wir den Populisten in diesem Land den Nährboden.